Moin, willkommen im Infokanal des ZFR, der Fakultät 1 der Hochschule Bremen. In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie das Wireless EduRoam auf Ihrem Mac installieren. Ab dem 01.03.2023 ist an der Hochschule nur noch die zertifikatsbasierte Anmeldung über EduRoam möglich. Für die Anmeldung benötigen Sie Ihren Hochschulaccount und einen funktionierenden Internetzugang. Öffnen Sie bitte auf Ihrem Mac den Safari und suchen Sie nach eduroam.de. In der darauffolgenden Seite geben Sie bitte in das Suchfeld Bremen ein und wählen dann die Hochschule Bremen aus. Nun müssen Sie sich mit Ihren Hochschuldaten authentifizieren. Geben Sie bitte den Benutzernamen ohne @hs-bremen.de dahinter ein, gefolgt von dem Passwort. Bestätigen Sie die Eingabe mit Anmeldung. Sie haben nun die Möglichkeit, einen neuen EduRoam-Zugang zu generieren. Wählen Sie dazu die manuelle Option aus. Selektieren Sie unter den Optionen Mobile Config Apple. Als nächstes haben Sie die Möglichkeit, einen Namen zu vergeben, für den Fall, dass Sie mehrere Geräte mit dem WLAN verbinden möchten. Der Name ist frei wählbar. Bestätigen Sie die Eingaben mit Zugang generieren. Als nächstes müssen Sie den Download von dieser Webseite erlauben. Nachdem die Dateien heruntergeladen wurden, müssen Sie noch das Profil installieren. Gehen Sie dazu links oben auf den Apfel und rufen die Systemeinstellungen auf. Wählen Sie Datenschutz und Datensicherheit, danach das Profil. Hier sehen Sie nun das EduRoam-Profil, welches Sie installieren müssen. Wählen Sie es bitte aus. Sie werden dann gefragt, ob Sie dieses Profil installieren möchten, was Sie bitte bestätigen. Sie müssen die Installation des Profils mit der Eingabe des Admin-Passworts Ihres Rechners bestätigen. Und das war auch schon alles. Damit können Sie EduRoam überall, wo es verfügbar ist, benutzen. Danke für die Aufmerksamkeit.